RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn völlig Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Das ist ja mal der Hammer. Wir ganz vorne und ein klasse Blick über das Spielfeld. Ja, ich krieg dich aus. Direkt vor uns das Tor, Alter. Klasse. Die haben uns den absolut letzten Platz gegeben, den man hier in diesem Stadion für Geld bekommen kann. Nämlich ganz unten, ganz vorne hinter dem englischen Tor. Echt geil. Meine Freunde, seht ihr positiv. Ihr könnt haben die Chance, auf einen Ball zu fangen, der über die Tür fliegt. Und ihr seht euer Torwart von hinten. Ja, Mensch, Howard. Ich wusste schon immer, dass du auf hinten stehst. Aber sag mal, Howard, für welche Mannschaft stehst du eigentlich? Natürlich für Südafrika. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Die spielen gut Fußball und haben gute Chancen zu werden Weltmeister. Genau, Werner, gibt's Howard. Aber irgendwie hat ja Werner schon recht. Südafrika wird dieses Jahr definitiv nicht Meister. Du musst sehen, dass Südafrika schon gewonnen haben. Wir singen, wir kommen, tanzen aus dem Bus. Und selbst wenn wir schon ausgeschieden sind, wir singen und tanzen weiter. Wir sind sozusagen die Gewinner der Herzen. Ah ja, ist klar. Aber den Cup, den könnt ihr nicht mehr gewinnen, wa? Ha, da so mal aber mal Mund zu. Es geht los. Anschiss. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Wir werden sie weghauen. Das absolute Highlight heute. Deutschland versus England. Yes, der Klassiker. Ich freue mich total drauf. Ich kann es live erleben. Und wenn Ballack den wieder einen reinhaut, dann knall ich hier. Ballack spielt nicht mit heute. All die meinsten ja nicht in dieser WM. Der wurde doch weggefault in England. Dem haben sie doch kaputt gehauen. Da siehst du, das war schon wieder der erste geniale Schachzug von England, um Deutschland die Meisterschaft zu erschweren und vor allen Dingen, um die Mannschaft zu schwächen. Ich meine, hey, Alter, glaubst du echt dran, dass England einen Südafrikaner dazu angestiftet hat, den Ballack in England zu faulen? Klare Sache, Alter. Das wäre doch total auffällig, wenn das ein Engländer gemacht hätte. Also haben sie sich einfach einen vom Gastgeberland genommen, der hier den Typen einfach wegfault, den armen Ballack. Und zack, ist es passiert. Naja, Ghana ist nicht das Gastgeberland, aber halt auch ein Team aus Südafrika. Oh, geiler Pass. Und nu, yeah, Tor! Tor! Tor, ole, ole! Deutschland, Germany! Boah, so geil! Siehst du, ihr Plan geht nicht auf. Die Engländer haben sich total vertan. Wir rollen die voll weg. Ah, darf ich gerade über wegrollen reden? Howard, halt die Luke, Alter. Mensch, hebt ihr das für die Halbzeit auf? Wo wir gerade bei Heben sind, schau an. Einen klasse Heber und Tor, geil. Boah, so geil gemacht. Ist ja saugeil, Alter. Aber du Mord, wo siehst du das denn so genau? Ich sehe nur eins, nämlich Tornetze und sonst nichts. Ganz einfach, Alter. Ich schau da oben. Über uns ist eine kleine Anzeigetafel. In klasse HD-Qualität wird da das Spiel übertragen. Fast als wäre man live dabei. Hier tun sich Abgründe auf. Ich meine, hey, ich will Live-Fußball und sehe mir das also im Stadion über HD-Bildschirme. Das ist krass, das ist krass. Da hätte ich auch daheim bleiben können. Aber dann hättest du deinen Onkel Howard doch nicht getroffen. Du sagst es, Alter, du sagst es. Hey, das wäre eine WM geworden. Aber naja, so muss ich jetzt Howard noch ertragen. Apropos ertragen, meine Freunde von Deutschland, das sieht nicht so aus, als wenn das Spiel hier schon gewesen sein, wo wir gerade bei Essen sind, mein Sohn Wayne. Halt die Kauleiste! Ich will nichts von Wayne wissen, Mann! Nerv nicht! Aber ich, Howard, nach der Pause würde ich gerne deine Story hören, okay? Was flüstert ihr da, Mensch? Ja, na du Verräter, das war ein Tor für England. Du wirst doch nicht etwa ein England-Fan sein, oder? Kleiner Spitzel, nur weil du Ex-Beatle bist. Naja, verstehen könnt ich's ja. Ich meine, er ist ja ein Beatles-Fan und die kommen aus England. Und er hat ja mal mit denen gerockt, angeblich. 1931 oder so muss das gewesen sein. Na, ergo wäre es ja nicht verwunderlich, dass Werner für England ist. Ich verstehe nur noch Bahnhof, Werner. Wo willst du denn hin? Ach, der ist sicher eingeschnappt, weil du den enttarnt hast. Aber lass uns mal weiterschauen. Ich werde ein Auge auf den Jungen haben, Mensch. Schau mal, der läuft davor, wo die Schiedsrichter sich gerade beraten. Wow, und keine Security da, wie hat denn der das geschafft? Krass, Alter, der Werner hat dem Schiri eins übergehauen. Mann, das hat keiner mitbekommen. Ist doch klar, Lenny, die schauen alle auf den Löw und auf sein blaues, komisches Gruselteil, was er schon seit 100 Spielen anhat und nicht einmal gewaschen hat. Mann. Aber nun rennt der Werner da unten aufs Spielfeld rum und keiner hat sie geschnallt. Als Schiedsrichter. Boah. Boah, Angriff auf England. Ah, Tor, Ausgleich, Alter, Ausgleich, noch vor der Halbzeit. Was macht Werner denn da? Oh Gott, der gibt das Tor nicht. Halt die Klappe, Lenny, sei leise, sag ja nichts. Das ist der Ausgleich für Wembley damals. Ach, scheiß auf das nicht gegebene Tormord. Werner hat beim Runtergehen mein Bier umgehauen. Und nun sitze ich hier wie auf dem Trockenen, das gibt's ja nicht. Na dann auf zur Schenke, auf zum Bierwagen, da draußen ein neues Bier holen.
Hier wird eh nicht mehr viel passieren vor der Halbzeit. Guter Plan, da bin ich dabei. So, nun ist aber Halbzeit und wir können euch nun meine Geschichte erzählen. Lenny, Mord, Scheiße, hier sind die zwei abgehauen. Na, dann warte ich eben bis zur dritten Halbzeit und erzähle ihnen die Story dann.